So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tech It mit Bodder. Ja, es sind jetzt schon lange keine Videos mehr gekommen. Das lag daran, dass die Map kaputt gegangen ist und ich musste jetzt erstmal wieder auf einer neuen Welt so ein bisschen was aufbauen, damit ich jetzt weitermachen kann. Ich muss zugeben, ich habe auch too many Items dafür benutzt, weil ich keine Lust hatte, alles nochmal neu aufzubauen mit Survival. Aber ab jetzt, nach diesem Part, werde ich das dann nicht mehr machen, weil sonst wird es für mich ja auch langweilig, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Ja, dann legen wir mal direkt los. Ich bin jetzt noch im Creative-Modus, damit ich das ein bisschen besser zeigen kann. Das hier sind meine Quarries. Die bauen hier fleißig schon für mich ab, mit einer ziemlich guten Geschwindigkeit. Die laufen jetzt schon seit, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten ungefähr und sind alle verbunden mit dieser Solaranlage, die Energie produziert. Mehr als genug. Und das hier ist halt Glas, wie heißt das? Glasfaserkabel, genau. Und das ist ja eigentlich Energie aus Industrial Craft, die man mit Buildcraft-Maschinen wie die Quarry normalerweise nicht benutzen kann. Aber dafür gibt es in diesem Modpack eine Maschine, das heißt Energy Link. Das ist dieses Ding hier. Da macht man einfach das baut man einfach neben der Quarry auf. Ja, schließt die Energie an und dann, ja, funktioniert das. Auf der Wiki-Seite von Tekkit, wo ich immer gucke, die werde ich auch in die Videobeschreibung machen, ist auch dann die Umrechnung, wie viel genau ist, aber also es ist relativ gut, der Umrechnungskurs. Und ja, dann zeige ich euch mal, was danach passiert, wenn ja, das hier alles runtertransportiert wird. Diese goldenen Pipes erhöhen die Geschwindigkeit, mit der die Sachen transportiert werden, damit das nicht alles so langsam geht. Und das hier sind zwei Transformatoren, um halt diese hohe Spannung, die da hinten für die Quarries ist, nicht da unten an meine kleinen Maschinen zu bringen. Die würden nämlich sonst explodieren. Ja, das hier ist was anderes. Das war nur so ein kleiner Test. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann gehen wir mal rein. Das da hinten zeige ich euch gleich auch noch. Da gibt es aber eigentlich nicht viel zu zeigen. So, dann gehen wir mal aus dem Creative-Modus raus. Ja, das hier ist so ein bisschen so ein kleines Restaurant, Bar ähnliches Ding. Hier sind auch so ein paar Preise und so. Da weiß ich nicht, hatte ich Lust, ein bisschen was zu bauen und habe ich das gemacht. Das kann man ganz gut machen mit Tekkit, weil es ja hier auch diese Teilsteine gibt und so. Das hier ist ein Regal und so, ein paar Tische, Glowstone und so, eine Lavalampe. Ja, das ist dann sozusagen die Fassade für meine böse Fabrik, die ich hier aufbaue. Hier ist hinten ist auch noch ein Schlafzimmer mit Fernseher und Regal. Das hier sollte eigentlich so eine Art Schlafsofa sein, aber das ist nicht so gut geworden, irgendwie mit so einer kleinen Sitzecke. Und das Glas ist hier raus, weil, ja, ich musste ja immer durchgehen und ich habe hier hinten keinen Ausgang. Ich musste ja immer da hinten in den Keller. Und den Keller zeige ich euch jetzt. Und zwar sind das hier die Kisten mit meinen ganzen Sachen. Ja, das hier sind die wertvollen Sachen. Alles so ein bisschen aufgeteilt. Ich kann eigentlich mal ein paar Sachen wegpacken. Knochen. Rottenflesh. Ja. Genau. Und dann geht's hier unten nämlich hin. Hier kommen die ganzen fertigen Sachen rein in die Kiste von den wertvollen Sachen. Ich will nachher hier so eine riesige Sortiermaschine bauen, die dann in alles, also dass ich oben eine Kiste habe, wo ich alles reinpacke, was ich habe, und das wird dann in alle Kisten sortiert hier unten. So will ich das machen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das hier ein bisschen funktioniert. Hier kommt der Strom durch dieses Kabel da hinten. Sieht man nicht so gut. Hier kommt der Strom an, wird hier an diese beiden Maschinen gebracht. Und da kommen die Items, da sieht man es auch schon. Die kommen in diese Kiste hier unten. Das ist eine Kiste, die macht man aus Diamanten. Die Rezepte gibt es auch alle auf dem Wiki. Das, wie gesagt, mache ich dann nachher in die Beschreibung. Ja, hier kommen die Sachen rein, werden relativ langsam rausgepumpt. Ich muss mal überlegen, wie ich das mache, weil nachher, wenn die Kiste voll wird, fallen die Sachen hier, glaube ich, einfach raus. Muss ich hier nochmal testen. Auf jeden Fall werden die dann da rausgepumpt.
in diese Diamond Pipe und die filtert alles, was wertvoll ist, was gebrannt oder wie heißt das, geschmolzen werden muss, genau, verhüttet, filtert die raus und das geht aus der blauen Seite raus und alles andere kommt durch das Weiße raus. Ja, dann geht's hier weiter, das zeige ich euch dann gleich. Auf jeden Fall die Sachen, die ins Blaue kommen, kommen hier in den Macerator. Das ist eine Maschine aus Industrial Craft. Und ja, hier ist jetzt noch nichts drin, aber ich kann euch das jetzt einfach mal erklären. Hier oben kommt dann das Erz rein. Hier unten ist die Energie angeschlossen, auch von dem Kabel. Also hier muss man nichts rein tun. Da kann man auch eine Batterie oder so rein tun. Und dann wird das zu Staub verarbeitet. Aus einem Erz kommen dann zwei Staub raus. Ich habe hier auch Upgrades drin, damit das schneller geht. Nicht, dass die nachher hier auch rausfallen, weil es zu langsam geht. Ja, dann wird das hier von dieser Saugpipe sozusagen rausgeholt, in den Induktionsofen gepackt. Der kann zwei Sachen gleichzeitig brennen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind hier zwei Slots. Ich weiß nicht, ob er genau auch beides gleichzeitig machen kann. Aber ja, der geht auch relativ schnell, weil wenn man hier ein Redstone-Signal in der Nähe hat, dann bleibt die Hitze immer auf 100%. Dann verbraucht er zwar auch Strom, aber ich habe genug Strom. Ja, und der muss sich normalerweise immer erstmal aufwärmen, damit er schnell wird. Und wenn er bei 100% ist, ist er richtig schnell. Ja, deswegen ist hier diese Redstone-Torch, das wird dann geschmolzen und dann kommt es wieder hier in den Kreislauf rein und wird weiter gepumpt. Ja, hier ist dann nochmal so eine kleine Sicherung, falls es mal zu schnell geht, und das Erz dann hier lang geht. Dass es nicht dann da hinten in der wertvollen Kiste ist und als Erz da rumliegt. Nochmal ein Filter, das dann wieder zurück in die Kiste kommt, falls da irgendein Fehler drin ist. Ja, das war dieser Teil. Dann geht's hier hin. Alle nicht so wertvollen Sachen, wie zum Beispiel Dirt, Sand und das ganze Zeug gibt's auch. Wie heißt das? Marmor, genau. Oha, was ist das denn? Nee, jetzt mache ich erstmal den Ton aus. So, nicht, dass sie da die ganze Zeit den Zombie an die Tür kloppen hört. Ja, wenn da zum Beispiel Minenschächte sind oder so, ist ja auch Holz ab und zu da dabei, deswegen habe ich das hier dann reingetan. Das wird in diese Maschine reingepackt und zu Diamanten verarbeitet. Also ein Stein ist ein EMC-Wert, das sieht man ja hier, wie viel da schon drin ist. Und ja, man braucht also theoretisch 8192 Steine, um einen Diamanten herzustellen. Also, ja. Die werden dann hier rausgesaugt. Oh, das wollte ich nicht. Die werden dann von dieser Maschine hier rausgesaugt, in diese Dinge reingepumpt, dann kommen die in die Kiste rein, werden dann hier wieder direkt rausgesaugt. Das habe ich gemacht, damit das nicht überfüllt wird, so. Dass so ein kleiner Buffer da drin ist. Ich weiß auch nicht, wieso der jetzt gerade nicht rausgesaugt wird hier. Eigentlich müsste dieses Signal. Funktioniert nicht. Muss ich nachher nochmal reparieren oder so. Ja. Das hier ist ein Timer, den kann man auch einstellen auf eine bestimmte Zeit. Ich habe jetzt 10 Sekunden gemacht, weil es ja relativ lange dauert, bis da mal Diamant rauskommt. Es könnte natürlich auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Ja. Dann habe ich hier nochmal so eine kleine Sicherung gemacht, dass auch wirklich nur Diamanten, falls hier mal was Falsches durchkommt, nur Diamanten in die Kiste kommen und der Rest wird wieder in das Ding da reingepumpt. Ja, und dann kommt das da oben in die Kiste rein. Ja, muss ich gleich mal irgendwas machen. Jetzt gehe ich erstmal da oben. Oh shit. Oh fuck. Oh nein. Wie kommt denn ein Creeper hier rein? Ja, ich halte mal kurz die Aufnahme an und repariere das mal eben. Da bin ich wieder. Ich habe das jetzt hier erstmal provisorisch alles reingesteckt wieder. Und die Kiste ist auch noch falsch rum, das mache ich dann nachher noch. Ja, der scheiß Creeper ist durch das Fenster reingekommen, ey. Jetzt habe ich erstmal den Ton wieder angemacht, nicht, dass ich sowas wieder dann überhöre. Und hoffe, dass das nicht nochmal passiert. Erstmal mache ich jetzt da hinten das Fenster zu. Mit dem hier. Alter. Und du behinderter Zombie. Ja, jetzt ist natürlich Tag geworden, Alter. Echt, ey. So, jetzt kann ich hier mal, glaube ich, Glas rausholen. Ja. So, mach ich das da heil.
So. Unglaublich, ey. Kommt hier einfach ein Creeper rein. So. Wäre das auch erledigt. Gut. Eigentlich ist das scheiße und nicht gut, aber okay. So. Was habt ihr denn für Probleme? Es ist Tag. Ja. Ey. Nee. So. Ja, ja, hier habe ich so einen kleinen Brunnen gebaut, da war ich ein bisschen, ja, kreativ. So, und das hier, das ist ein Totenschädel. Ich glaube, der Sound ist gerade ein bisschen laut. Ein Totenschädel mit einem Portal. Der Mund ist das Portal, da sieht man, weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Ich wollte das eigentlich ein bisschen besser machen, aber ja, da sind rote Lampen, es gibt farbige Lampen in Tekke, das ist das Gute, hier sind die Nasenlöcher und das Portal. Das habe ich jetzt noch nicht angemacht, ich war noch nicht im Nether. Mal kurz Creative Modus an, damit ich euch zeigen kann, wie das hier hinten gemacht ist. Die machen wir mit Redstone ganz normal, hier habe ich den Schalter gemacht und dann leuchten. Man kann das jetzt auch ausmachen. Oh shit. Egal. ja. Und das war's auch, glaube ich, schon, was ich euch für diesen Part zeigen kann. Ah, hier ist auch schon Eisen unterwegs. Da unten ist eine Höhle. Wenn die fertig sind, gehe ich dann auch nochmal an den Wänden lang und hole mir alles, was wertvoll ist, raus. Ich habe hier auch immer so einen kleinen Gang zwischen gemacht, ne? Damit man auch lang gehen kann und so. Ja. Das sieht jetzt hier zwar zufällig aus, aber also mit dem Glowstone, aber das hat einen Sinn, weil das in jedem Raum einzeln ist. Hier sind die immer so schräg. Hier ist ein kleines Muster drin und drüben in dem ist auch noch ein Muster drin. Ja. Damit das nicht normal passiert mit dem Creeper, baue ich mir, glaube ich, gleich so eine Fackel. Die kann man hinpacken. So eine spezielle blaue Fackel. Und in der Nähe von der Fackel können keine Monster hinkommen. Die werden dann da weggedrückt so. Und die mache ich dann, glaube ich, einfach hier eine an. Vielleicht hier an den Eingang oder so. Dass keine da reinkommen. Eigentlich, wenn ich das Fenster jetzt geschlossen lasse, dürfte das ja in dem Haus nicht nochmal passieren, aber ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das da hinten irgendwo bei den Quarries oder so gewesen wäre. Ey. Nicht nur so eine Kiste. Also das wäre ja fatal gewesen. Ja. Der Part war jetzt zwar nicht so lange, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Ihr könnt euch ja nochmal kurz hier die Preise durchlesen. Okay, ja. Ich will dann vielleicht auch noch, ich mache jetzt mal kurz so ein vorweg, was ich im nächsten Part wahrscheinlich machen werde. Und zwar vielleicht eine Kaktusfarm. Oder ne, Kaktus wahrscheinlich nicht, sondern Weizen, damit ich ein bisschen was zu essen, eine stetige Essensproduktion habe. Mache ich hier vielleicht hinten irgendwo eine Weizenfarm hin. Dann in meine Kiste hier unten kommt dann durch ein Rohr das fertige Brot oder so. Mal sehen, wie ich das mache. Ja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch für diesen Part. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie die ersten Parts von Tekke, die waren ja relativ beliebt. Und ja, eigentlich kennt ihr das mit den Quarries und so ja schon aus den ersten drei Parts. Das habe ich ja schon mal gemacht, aber ja, das war jetzt nur mal so ein kleines, so eine Art Update-Video, die neue Welt ein bisschen zeigen und so. Wo sind eigentlich. Ah, hier. Ja, hier habe ich so ein paar Wegpunkte gemacht auf dem Weg hierhin. Da hinten ist der Spawn, da ist ein Vulkan, da habe ich auch diesen dunklen Stein her. Den kann man brennen und dann kriegt man den. Ja, da ist Öl. Vielleicht mache ich nachher auch noch irgendwas mit dem Öl später. Ja, das waren jetzt eigentlich wirklich die wichtigen Sachen. Und ja, dann, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr immer aktuell sein wollt für unsere Videos, mein Bruder macht ja auch Videos. Ja, könnt ihr abonnieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.